Oh nee, wann warst du eigentlich das letzte Mal in Katar? Ach, du bist gar nicht mehr zusammen mit der Katharina. Ja, komm, jetzt bleib ruhig. Ja? Die Bayern sind auch richtig scheiße gekommen da nach Katar. Ne? Schon mal einen kleinen Tipp für den Rückflug, ne? Auch für Uli Hoeneß. Ne? Vorher beim Zoll noch die Uhren anmelden. Andi, du spielst so eine wichtige Rolle wie damals im Schülerorchester. Da warst du die zweite Triangel. Ja, und der Hoeneß wird jetzt Länderspielexperte. Ne? Ja, sicher. Ne? Nach jedem Spiel werden schön die Talente für den FC Bayern wieder abgegraben. Das kennt man ja. Und das Ganze bei RTL. Uli Hoeneß bei RTL, ey. Und ich habe gedacht, die drehen eine neue Staffel hinter Gittern. Stefan, was füllst du denn jetzt Pilz in deine Trinkflasche? Was? Ich habe gesagt, nachdenken! Nicht nachschenken! Du doof! Ja, und am Sonntag ist ja Tag der Verliebten, ne? Dank Lockdown, diesmal nur mit der eigenen Frau. Danke, Merkel. Ich habe meiner Gudrun, habe ich letztes Jahr geschenkt, so einen richtig großen Strauß. Beschwert die sich, ne? Der hat zu einen langen Hals, legt nur Eier und kriegt einen kompletten Garten um. Ja, und mein Benjamin, der ist seit letztes Jahr Valentinstag Single. Benjamin! Ne? Hat damals seiner Ollen auf eine Karte geschrieben, du hast den schönsten Hintern weit und breit. Aber der hat's halt nicht so mit der Kommasetzung. Kevin! Boah, ey, der ist so hohl. Der hat letztens seinen Spielerbogen ausgefüllt, stand bei Vor- und Zunahme. Kevin, 12 Kilo. Ja, und in Gladbach, da schicken sie am Valentinstag hoffentlich eins nicht nach Dortmund, eine Rose. Das ist eh alles schon abgekatert mit dem Rose. Der geht nach Dortmund. Ja, sicher. Schön erstmal gegen Köln das Derby verkackt, um Dortmund richtig in Position zu schießen. Ne? Jetzt ist die Frage, ne? DFB-Pokal, Gladbach gegen BVB. Wo sitzt denn der Rose? Aber der einen Halbzeit da und der anderen Halbzeit da auf der Bank oder was? Andi, endlich bist du mal schneller als die Enten im Park, ne? Aber nur, weil die festgefroren sind. Viele haben mich ja mal gefragt, Uwe, hat Borussia Glück auf 07 irgendwas gewonnen? Ja sicher, Gewinnspiel bei der Zeitung. Gab es so eine Ausschreibung, Mario Basler trainiert an einem Tag eine Amateurmannschaft. Und das haben wir gewonnen. Das war unser größter Erfolg. Mario Basler kommt zu Borussia Glück auf 07. Mario Basler, Europameister, Champions League Finalist, seit Jahren Markenbotschafter von Marlboro und Wodka Gorbatschow. Und der kommt zu Borussia Glück auf 07. Ne? Kam dann auch an dem Tag, ne? Schön vorgefahren mit dem Porsche Cayenne. Pünktlich, sollte um 10 Uhr losgehen, um 14.30 Uhr war er da. Mario Basler, krieg ich heute noch Gänsehaut, ne? Da steht er da und du merkst gleich, das ist ein Profi. Hier, wartet mal 10 Minuten, ich muss erst mal kacken. Ja, und dann ging es los, ne? Und gleich bei der Begrüßung, ne? Boah, da zieh ich meinen Hut vor. Hier, pass mal auf, ihr Vorstadtkröten. Ich mach schön eine halbe Stunde für die scheiß Kamera, dann geh ich bei euch ins Vereinsheim, esse ein Schnitzel und dann fahr ich wieder nach Hause. So eine richtige Spielanalyse, ne? Die fängt halt auch an mit den richtigen Fragen an eine Mannschaft. Darf ich bei euch im Vereinsheim rauchen? So ein Trainer, ne? Der muss die Spieler irgendwie auch lesen können. Vor allen Dingen wichtig ist, Spieler für 90 Minuten motivieren. Hier, yeah, was macht der Fettsack da hinten? Spielt der mit oder hat er gleich Dienst als Hüpfburg beim Möbelöffner? Mein Highlight war aber, dass so ein alter Hase, ne, wie Mario Basler, für die Spieler ganz neue Trainingsmethoden präsentiert. Jetzt schießt euch die Bälle hin und her, der Fettsack läuft schon 3 Runden, ich gehe eine rauchen, dann machen wir Feierabend. Das musst du dir vorstellen, es war so eine Legende wie Mario Basler. War einen ganzen Tag bei uns, also 13 Minuten. Das ist ein langer Tag. Und da hat er danach noch Zeit für ein persönliches Gespräch. Und klar, habe ich ihn da gefragt nach einem Autogramm. Verpiss dich, Autogramm, bist der Papst oder was? Da unten, da liegt ein Kippenstummel vor mir. Der kannst schön aufheben und dir einrahmen. Ja, und das habe ich auch gemacht, ne? Der Kippenstummel von Mario Basler, der hängt jetzt bei uns im Vereinsheim direkt neben dem abgenagten Haxenknochen von Rainer Kallmund. Der war 1991 bei uns, das war so eine Aktion von Maggi.